Moin Leute, und was geht ab? Hier zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Heute bin ich alleine. Und zwar, ich habe mal so die Kommentare von den alten Videos mir durchgeforscht. Und da habe ich ein paar Kommentare gefunden, wo stand: Spiel mal FIFA. Das mache ich heute mit euch. Und zwar, ich mache heute mit euch einen Draft, weil ich habe einen Draft-Token. Aber zum Anfang öffnen wir hier mal ein paar Packs. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen, weil die Kamera ist ein bisschen schräg. Ja. Ich zeige euch auch gleich nochmal mein normales Team und dann fangen wir gleich an mit dem Draft. Ja, von den ganzen Spielen gebe ich euch Einschnitte, die gut sind, aber ich bin kein Profi in FIFA. Nur, dass ihr das schon mal vorweg wisst. Ja, ich habe das jetzt gemacht, weil ihr es wolltet und ich hoffe, es kommt gut an bei euch. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und lasst schon mal jetzt ein Like auf das Video da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Ich öffne noch kurz dieses Leihspieler-Pack. Ja, ich weiß nicht, wie lange die Folge geht. Vielleicht 20 Minuten. Das überspringe ich jetzt mal. Ich habe keinen Bock. Ja, ist auch nur ein schlechter. Aber ein Stadion. Da habe ich aber ein besseres. Und zwar das Wohnen-Westweser-Stadion. Ja, mache ich gleich. Hoppa. Verein und hier, das ist erstmal mein Team, so, also ist noch nichts Krasses, außer Courtois und natürlich Wirkung, ja, aber richtig viel Krasses habe ich noch nicht in meinem Team. Hier habe ich noch zwei Leihspieler, Ronaldo und Klose und Son. Ja, aber nichts Besonderes. Ja, ich glaube, wir sehen uns wieder, wenn ich gleich beim Foot bin. So, Leute. Auf jeden Fall jetzt ist die Aufstellung. Und da finde ich die hier sehr vielversprechend. Ja, mal sehen, ob die gut ist oder nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob die gut ist oder nicht. Oder welche ihr nehmen würdet von den ganzen. So. Und wir haben ein paar zur Auswahl. Wir haben Gerd Müller oder Akpom kommen wir nur zur Auswahl. Aber weil Gerd Müller sehr langsam ist für den Sturm, nehme ich lieber Akpom. Ich spreche ihn bestimmt falsch aus. Ja, Akpom ist unser Kapitän. Fangen wir vom Tor an und gehen dann immer weiter. Im Tor steht also bei uns, ja, Chesney. Definitiv, das ist der Beste. Also, wer was anderes nimmt, der lügt. Ja, also das lasse ich jetzt ungeschnitten, das hier. Auf jeden Fall, ja, dann seht ihr alles. Ich nehme mal Dini definitiv. Also, ja, ich nehme eher immer die Stärksten. Ich gucke nicht so richtig auf die anderen Sachen. Ey, so. So, Romero nehme ich da. Der ja, glaube ich, auch im Finale das Siegtor geschossen hat für Argentinien. Ja, Fabian nehmen wir hier von Paris. Den kenne ich übrigens gar nicht. Also ich wusste gar nicht, dass er überhaupt bei Paris spielt. Ja, Van de Ven nehme ich. Auch nur ein junger Spieler. Also Timo Werner nehmen wir definitiv nicht. Der kann nicht schießen. Wir suchen Coman uns aus. Ich hoffe, wir kriegen Füllkrug im Sturm. Habe ich schon mal bekommen? Ja, hier ist es dann wieder schwer, weil wir haben Rashford, Vinicius, Neymar und Gabriel Martinelli. Ich gucke jetzt nach dem Tempo, nach dem Schuss. Und da finde ich, würde ich, auch wenn Neymar richtig gutes Dribbling hat, und obwohl, nee, ich nehme Rashford. Ja, ich nehme Rashford. Mal sehen, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr da, was ihr da nehmen würdet. Ja, jetzt kommt so ein schlechter, den wechseln wir das sowieso aus. So, was kommt hier, Messi? Ja, schade. Ja, nehmen wir uns den hier, ne? Eine Legende. Ja, Salah. Oder, ja, oh, der ist zu schnell. Den nehmen wir. Den nehmen wir, wirklich. Der ist schnell.
so ein bisher ein gutes Team. Jetzt nur der Stürmer, der stört mich ein bisschen. Ja, Hitz hat, glaube ich, auch in der Bundesliga einmal gespielt. Ja, nehmen wir noch Traoré. Ja, den hier, den Luke hier. Ich hoffe, das Video geht jetzt nicht schon so lange. Ja. Leroy Sané. Wir nehmen hier Kuit. Schön. Und jetzt nehmen wir Cristiano Ronaldo. Oh, nee. Haaland wäre geil. So ein Haaland, so ein saftigen Haaland. Zerrode, okay. Diego Jota, den habe ich auch in meinem Team drin übrigens. Wer noch aufgepasst hat, weiß es. Ja, auf jeden Fall gerade echt schlechte Spieler sind. Mbappé wäre geil jetzt. Oh, Petri. Ja, das hört sich doch gut an. Fürs Mittelfeld. Ui, Ödegaard. Ja, der kann auch gut spielen. Aber uns fehlt ein Stürmer. Wir nehmen Kim Min-jae. Ach, den nehmen wir. Bitte einen guten Stürmer noch zum Ende. Ja, wir nehmen hier, der Dortmund ein bisschen auseinandergenommen hat. Wir kriegen keinen Stürmer. Nehmen wir uns den jetzt. Ist egal. Und als Trainer haben wir... Ach, das ist schon... Ja, nehmen wir den hier und den hier. Dionysi, keine Ahnung. Oh, ja. Nicht das beste Team, da muss ich noch kurz was ändern. Auf jeden Fall. Ja, ich ändere jetzt noch was und dann zeige ich euch gleich die Endaufstellung. Und so, Leute, die Aufstellung ist jetzt ein bisschen komisch geworden. Aber ich habe überlegt, dass ich mit der Aufstellung spiele. Eine Verbesserung habe ich noch. Die hier. So, auf jeden Fall, so wird jetzt die Startelf sein für das erste Spiel. Ich hoffe, da kommen wir auch direkt weiter. Warum ist der da? Also Leute, jetzt wirklich die. Das ist jetzt wirklich die Startelf. Ja, mal gucken, was daraus wird. So. Welchen Gegner kriegen wir denn hier? Also wir spielen hier definitiv in den Lachs-Trikots. Auf Stadion und wir spielen gegen Arsenal. Mal sehen, wie seine Aufstellung ist. Oh Gott, ui, ui. Ja, also Junge. Junge, ja. Mal sehen, ob wir da Chancen haben. Also ich bin nicht der Beste und ja, jetzt schneide ich hier die ganze Partie zusammen. Oh Leute, jetzt hatte ich gerade einen Angriff. Und Schuss! Oh, Schuss, nein! Leute, da sieht man, ich bin nicht gut. Also, das war jetzt wirklich echt ein knapper Schuss. Direkt in der dritten Minute eine Chance. Aber jetzt kontern die. Oh, Leute, das war knapp mit dem Gegner. Und jetzt haben wir noch einen Konter. Ne, haben wir nicht. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Er zieht einfach vorbei. Oh Leute, Konter. Wir haben einen Konter. Einen richtig krassen Konter. Aber ich versau ihn, das weiß ich jetzt schon. Oder auch nicht. Und Tor. Alter, Leute, da sieht man, wie schlecht ich bin. Aber die anschließende Ecke vielleicht bringt die ja was Gutes mit sich. Und... Oh, Leute, wie knapp. Ja. Toll. Jetzt haben wir aber einen Konter direkt hinterher. Ob das so gut ist? Nee. Aber wir haben... ja gut, wir haben Chesney im Tor und er hält uns im Rennen. So Leute, nächster Konter wieder. Wir sehen uns wieder bei diesem Konter, der gut ist. Ein guter Pass und ich schieße daneben, Leute. Ich schieße komplett daneben.
Alter, ich habe so viele Scheine. Ich kann ihn auf jeden Fall besiegen. Ist auch ein PlayStation-Spieler. Ja, mal sehen, ob wir bei der nächsten Szene dann ein Tor geschossen haben, endlich. So, Leute hätten fast ein Tor kassiert. Also wirklich, das war knapp. Wie sonst was. Und den Konter verkacke ich natürlich wieder, man kennt's. Ich laufe komplett ins Aus, aber jetzt haben die wieder eine Chance. Ist nicht so gut, aber ich habe den Ball. Und jetzt sollte es nicht mehr so brenzlig sein. Oder? Nee. Ja, also Leute, sowas dazu. Nee, ne? Da habe ich mich gerade konzentriert, konnte gar kein Wort rausbringen. Aber jetzt ein Konter für uns. Verkacke ich ihn nicht? Ich verkacke ihn bisher noch nicht. Aber vorm Tor, da habe ich immer so meine Zweifel. Und, Leute! Alter, die haben den Eintritt. Noch eine Ecke. Klar, bringt die uns diesmal ins Glück. Und der Ball kommt direkt wieder zurück. Jetzt schön in die Mitte laufen. Ja, und das war's. Jetzt schön in die Mitte laufen. Ja, und das war's mit der Aktion. Obwohl, Leute! So. Jungs, ist gut. Und White for Creep. Muss natürlich her. Also. Ja, gut, jetzt führen wir endlich 1-0, das ist wichtig. Brauchte ich ja auch nicht Pause machen, nachdem erst von denen, glaube ich, konnte, dann war es von mir. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, auf jeden Fall. Ja, geiles Tor. Oh Leute, direkt das nächste Tor. Alter Schwede. Alter, was machen wir jetzt hier mit denen? Jetzt, wenn ich es schaffe, kann es auch. Der Gegner will eine Pause, gibt auf. Er wechselt, glaube ich, nur. Wenn es so lange dauert. Ja, er wechselt nur. Er ist ja auch gleich Halbzeit. Aber geil, noch ein Tor. Hier für die Moral. Alter, Leute, was habe ich da gemacht? Tor für die. Er macht auch Wi-Fi-Krieg. Ach, schade. Egal, ein Tor haben wir noch. Führung. Ballbesitz sind die Gastgeber hinten, aber bei den Toren sind sie hinten vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtig. So Leute, also bester Konter, da habe ich mich jetzt richtig probiert zu konzentrieren. Und deshalb habe ich gerade bei dem Konter auf jeden Fall nicht geredet. Aber der Gegner will eine Pause. Kriegt er. Gibt er jetzt auf? Er gibt auf! Leute, der erste Sieg. Für uns ein Tor Sané, zwei Rashford. Ja, ich guck mal, ob jetzt noch der zweite Abschnitt in diesem Teil passt. Und ja, dann gucke ich gleich und melde mich wieder. So Leute, ich habe mir überlegt, ein Teil machen wir noch. Also jetzt schön noch ein Spiel. Und nach dem Spiel, falls wir weiterkommen sollten,
kommt die nächste Folge nächstes Wochenende. Nicht mehr schön mit den Lachs-Trikots. Ja, auf jeden Fall dann kommt die nächste Folge. Nächste Woche, sehr wahrscheinlich. Liebe Zuschauer, willkommen. Ja, jetzt sind wir auch auswärts mal. Bisher habe ich immer heimgespielt und ja, dann sehen wir uns gleich beim Spiel. Wolfuß und Frank. Unheimlich spannende Partie, Buschi. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten. Was macht er draus? So, Leute. Der ist zu stark. Also jetzt direkt das erste Tor kassiert. Die scheinen sehr stark zu sein. Aber das ist blöd. War jetzt 1-0 für die. Das wird interessant hier. Sie sind jetzt ja, Mann. Das war's mit der Chance. Pedri. Sie holen sich den Ball. Also Sanchez. Da mit viel Übersicht. So, Leute, nächstes Tor. Also ich merke das richtig krass. Der spielt FIFA öfter als ich. Ja, auf jeden Fall bei 5 gebe ich dann langsam auf. Ja. Also das Match wird richtig schwer. So, Leute. Tor! Tor, Leute! Alter, was war das für Durcheinander? Aber wie habe ich den von da gemacht? Krass! Geil! Steht 2-1 nur noch, ist doch nicht so krass, wie ich gedacht habe. 2-1, hier ist noch alles drin. So, Leute, mittlerweile haben die schon ein Tor noch geschossen. Habe ich jetzt nicht gefilmt, aber jetzt machen wir weiter direkt bei meinem Konter. Steht jetzt übrigens 3-1 dann, deswegen. Und, oh Leute, wie hat der Torwart den gehalten? Ich stelle euch gleich wieder richtig auf. Jetzt kommt die Ecke. Oh, Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das, Leute? Akpom, was war das für ein Tor? Guck mal die Wiederholung, Leute. Ah, schade. Aber Leute, was war das? Das sah aus wie ein Fallrücktier. Steht 2-1 mit dieser Ecke. Ich habe noch nie Ecken richtig gut hinbekommen, ne? Noch nie. Ja, jetzt haben wir ein Tor. Noch nie habe ich eine Ecke gut hinbekommen. Und jetzt habe ich sie richtig gut hinbekommen, ey. Mit dem Seifertee. Ich hoffe, man hat es gesehen. Ich gucke mir auch nochmal gleich die Aufnahme an. Weil der ist richtig krass, seht ihr jetzt auch. Leute, wenn ihr noch ein Tor schießt, muss ich leider aufgeben, weil irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr. Ja, kommentiert gerne mit eurer Meinung, was ihr jetzt in dem Augenblick gemacht hättet. Von uns kommt noch mal so eine krasse Sache raus. Nö, auf jeden Fall nicht, Leute. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig, die Führung im Moment verliert. Auch jetzt sind sie wieder dran. Sie sind durchaus viel. Verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Da muss er aufpassen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Wir haben jetzt noch ein Tor geschossen. Ja, in der Halbzeit werde ich sehr wahrscheinlich beenden, aufgeben, weil
Ja, also ich glaube nicht, dass ich hier noch was reißen werde, so. Obwohl, ja, ne, sieht man. Auf jeden Fall, Leute, es macht auf jeden Fall keinen Spaß mehr. Ich probiere noch weiter zu spielen, aber ich blende noch wenig von der zweiten Hälfte ein. Obwohl, ne, steht 7-2, ja, Leute. Tut mir leid, aber irgendwann habe ich keine Nerven mehr dafür. Gebe ich leider auf. Ich öffne jetzt noch mit euch die Packs, die ich bekomme. Dann war es das auch danach mit dem Video. Ja, tut mir auf jeden Fall leid, dass ich jetzt nicht noch weitergekommen bin. Aber ja, das, wenn man sich nochmal zurückerinnert, das Fallrückzieher-Tor, ja, also ich fand es zwar für Fallrückzieher-Tor, fand ich schon sehr gut. Schreibt auch meine gerne in die Kommentare. Ja. Und habt ihr eigentlich auch alle FIFA 23 oder 22? Schreibt mal rein, ob ihr überhaupt FIFA habt oder welches FIFA, würde uns interessieren. Ja, Silber ist alles egal, Leute. Ja, den verkaufen wir noch. Ja, sonst gibt's auch nichts. Leute, jetzt sind wir wieder bei den Packs. Ich habe eben noch kurz auf die Transferliste gesetzt. Ja, auch wieder schlechter. Wir haben hier noch Milinkovic. Aber ja, letztes Pack für heute. Was ist da drin? Ist da überhaupt ein Spieler drin? Nee. Ja, Leute. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ja, also wenn ihr noch einen Teil wollt, ja, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.